Übrigens ein 210er Basilo bräuchte 8 Kibbel. Also, Ja, ist das ja wäre überschaubar. perfekt. Na, dann Hätten wir hoffen wir doch schon. mal Ich auf einen würde auch sagen, dass großen. wir uns mal noch irgendwann ein Terrazino-Weibchen holen. Einfach wegen Eier und so. Ja. Und ein Männchen. Alter, dieser Bronto. Also Es nervt ein bisschen. generell würde ich eh sagen, dass wir von den Kippeltierchen, die wir ein bisschen öfter brauchen, vielleicht zwei Weibchen und ein Männchen holen insgesamt. Ja, genau. Aber wirklich. Einfach für die Anregung quasi. Oh ja. Oh, gleich ist es soweit. Die Spannung steigt. Ich bin auch gespannt, wie klein der ist. Oh. Komm, Ich Anni, auch. jetzt kannst du noch probieren. Nein! Aber ich komm. Ich warne dich. Alex, keine Sorge, ich fasse dieses Kind nicht an. Anni, hier ist Fleisch für dich, ne? Ja, das nehme ich. Ja, ich bin noch nebenbei auch mal am Essen. Jo. Ja, guten Guten Appetit. Appetit. Lass dir schmecken. Oh, so, gleich geht's los hier. Befruchtete Hühnereier. Gönn dir. Da knuspert man so schön. Ist in anderen Ländern eine Delikatesse. So, gleich ist es soweit. Ich hoffe, der backt nicht irgendwie in den Boden rein oder durch den Boden durch hier wie bei den Oh, das Schafen. wäre so traurig. Da Oh ist mein es! Oh Gott. mein Gott! Schnell was zu essen rein! Oh. Es rennt weg! Kann mal jemand anhalten? So. Einmal kurz die Ich habe Bremse was drücken. reingepackt. Ach, Doch nicht alle gleich Kind. draufspringen, Clemens. Der Doch, Clemens zielt doch. gleich Geh doch richtig mal los. raus. Geh doch mal raus da aus dem Tier. Oh Mann, oh. Mal Und gleich. gleich mal einen Haufen daneben gelegt hier. Wer war denn das? Der Mikroraptor, der hat da hingekackt. Oh, Richtig es gut. ist. Oh mein Gott, hat das einen dünnen Hals. Boah, ist das Guck. süß. Ich sehe gar nichts, Wenn ne? es zur Ich sehe Seite guckt, irgendwie dann alles, sieht das ein aber. bisschen komisch aus, muss ich sagen. Oh, da. Tschüss. Haha. Hey, Kleines. Oh, put put. Und Anni hängt genau drin. Ja, das ist bei euch auch so. Ihr hängt auch mal drin. Nein. Doch. Geh weg. Nimm das Fernglas. Es holt. Oh Gott, schnell! Essen rein! Nein! Hey, es braucht was anderes. Fleisch war drin. Echt? Ja. Was ist ein Mikroraptor? Ist der kein Fleisch? Blumen Wahrscheinlich vielleicht. Blumen. Oh, Gott, Okay. ey, nee, ehrlich. Boah. Einwandfrei. Das ist echt So, zum Kotzen okay, gerade. Trauma für heute erledigt. Oh, weia, ey. Gott, nein. Mario, diesmal Manu. habe ich nicht drauf gesessen. Nee. Boah. Der arme Kleine. Boah. Ey, wirklich. Okay. Wir sollten vielleicht irgendwas anderes machen, was wir Ich können. habe das Gefühl, dass wir einfach irgendwie die falschen Leute für Ark sind. Oh Also ganz Mann. ehrlich, schade jetzt. Ey, nein, Clemens, was ist die Leiche da dran? Du bist doch Ja, ich ekelhaft. mag den doch trotzdem, auch wenn er jetzt tot ist. Oh Gott, Clemens, das ist Ja, ich hab den pervers. trotzdem noch Ey, lieb. das, oh Gott, das darf man gar keinem zeigen. Oh Mann, Clemens, ey. ey. Oh Gott. Oh Dass nein, ich da überhaupt kommen dir gleich die Tränen irgendwas hier. Zerlatschtes da runterhängt Mann. irgendwo. Das läuft bei uns ja, Jake, ey. Läuft gar nicht. Das ist einfach so zum Brechen. Ich dachte schon wirklich, der hätte jetzt alles aufgegessen und dann frisst er kein Fleisch. Ja, aber also von der reinen Logik her hätten wir auch Oh dran denken Mann, können. ey. Die Viecher haben in letzter Zeit ja doch öfter mal was anderes gefressen. Ja, aber die Erwachsenen fressen ja auch Fleisch. Also deshalb dachte ich eigentlich, dass sie Fleisch fressen würden. Ja, irgendwie hätte ich das jetzt auch Das gedacht. wäre halt so, schade. Wie so kleine Baby. Ja, aber der Archäopteryx frisst ja auch Chitin die ganze Zeit. Und naja. Gut. Boah, Trauma ey. für heute Naja, erledigt. aus Fehlern lernt man, Ziel ne? erreicht. Ja. Nee, das ist echt so. Ja, eigentlich heißt es, der ist Fleischfresser, aber nicht als Kind. Da braucht der Babybrei, ne? Muttermilch oder halt Blumenmilch anscheinend hier. Das ist ja echt bitter. Damit hat jetzt wieder mal keiner gerechnet. Da freut man sich, dass man hier mal was ausbrüten kann, Ich habe ja? auf Und jeden dass Fall es so jetzt schnell geht, und dann schon stirbt irgendwie das Kind. 2,5 Level gleich gemacht. Ja, cool. Ach ja, ich habe auch schon jetzt. Warte mal, wo bin ich? Level 71, ja. Dann habe ich jetzt auch schon 8 Level gemacht. Boah, kriegt das Baby nicht mehr vom Arm ab hier. Geh Bist weg! ja. Muss G Na, drücken. geh weg! Du wolltest doch mit dem kuscheln, Clemens. Ja, aber langsam Einfach stinkt mal der. G drücken. Clemens, G. Lauf mal, mach mal G. Ja, da passiert ja Ja, nichts. doch, ist Natürlich. Ah, doch, runtergefallen. okay. Es liegt jetzt im Boden. Boah, ey. Nee, mir fällt dazu gar nichts mehr ein, ey. Was? Ich hätte es doch essen können, Laurin. Auf jeden Fall. Das hätte Nein. keinen Unterschied gemacht, ganz ehrlich. Die 2 Minuten. Ja, Boah, und ey. Chris McGamer hat es richtig formuliert: erst zähme ich dich, dann lasse ich dich verhungern. Fail Arc Nummer 11, Folge 11, ja, das ist echt, Gott, ist das Nee, Folge traurig. 11 wird noch was anderes. Was Fröhlicheres. Ja, die Folge 11 wird tatsächlich doch noch was anderes, das ist dann Folge 12. Boah, ey.
Ich weiß aber gar nicht, was ich dann sagen soll. Da bin ich dann kurzzeitig ein bisschen aus dem... traurig jetzt. Ein bisschen traurig und das hat ja, dann müssen die wohl noch ein neues Ei anbrüten oder ausbrüten. Ja. Ey, und nicht, dass der dann doch keine Blumen ist. Kann das mal einer von euch ja, irgendwie validieren, dass der wir wirklich wir testen das einfach Blumen und fertig, dann hauen wir alles rein. Nee, nicht testen. Test ist ja, eine ganz beschissene Idee. Ja, aber dann stirbt der. Mhm. Nee, ist halt so. Vielleicht fressen die Rare Mushrooms. Ja, es kann sein. Also es wäre interessant, hat von euch schon mal jemand ein Mikroraptor-Baby ausgebrütet? Und was hat es gefressen? Es ist kein rohes Fleisch. Es ist einfach kein rohes Fleisch. Es will nicht. Nee, das wollte er einfach nicht essen. Das kann er nicht kauen. Vielleicht mit einer Nuckelflasche großziehen. Und Laurin meint gerade, wir könnten ja auch mal die besseren Darts zum Betäuben machen, diese Elektro-Dinger. Ja, die sind aber Level 95 oder so. Oder 90, oder was die haben. Ja, 85, glaube ich. Oh, 85. Mal. Die können wir auf jeden Fall noch nicht. Nee. Alex ist unser Höchster hier mit Level 80. So, Ei ist fertig. Ach, aber ich könnte ja nebenbei nochmal eine Quetzplattform bauen, oder? Ja. Das stimmt. Das wäre richtig geil. Übrigens, jetzt wo der Dödi hier richtig auf Speed geskillt ist, geht's richtig ab im Wasser. Geil, Surf-Dödi, ey. Und Kevin, wann der Giga kommt? Mal schauen. Irgendwann bestimmt. Nicht heute. Nicht heute. Aber demnächst bestimmt. Problem ist, ich bin gar nicht so scharf auf den Giga. Irgendwie finde ich die ein bisschen. Naja. Ja, nicht so dolle. Ich bin auch kein Riesenfan von, muss ich ehrlich zugeben. Hm. Klar, die haben was, aber. Hm. Ja. Okay, und Killua sagt, laut Wiki sind es Mushrooms und Blumen. Also auch für die kleinen Babys, ja. Weil Zähmen, das wissen wir ja, dass man die mit Blümchen oder Pilzen zähmt, aber es ist halt die Frage, später essen die ja Fleisch, anscheinend. Ja, als Erwachsene fressen die auf jeden Fall Fleisch. Ja, und als Kind dann halt Blümchen und Pilze. Ja. Hm. Naja, da gibt's halt gleich ein paar Blümchen oder so. Mhm. So. Also das Ei liegt draußen halt wieder, ne? Okay, ich guck mal kurz. Wäre schon fast aufgetreten. Super. Oh, pass auf. Echt mal. Nicht, das lag auf einmal so unscheinbar auf dem Boden. Also, wir haben jetzt aber auch Blümchen und Pilze, ja? Ja, ja. Ja, ja, haben wir. Okay. Sofern das nicht zu viele fressen möchte. Ja, schauen wir mal. Ja, bei den Dödis stimmt das. Wenn man die Level sieht, ist echt cool aus. Wenn die im Rücken rollen. Ja. Bei den Rhinos sieht das aber auch noch viel, viel geiler aus, finde ich. Haben wir denn? Haben wir jetzt zum Leveln hier? Das geht gerade nicht. Geht das hier? Das geht. Wenn das Fiomia hier gerade nicht unbedingt im Weg rumstehen würde. Ja, wir haben hier wieder ziemlich viele fremde Dinos rumzustehen. Tja, Fiumia, da muss jetzt wohl kurz mal. Genau, geh weg. Ich guck mir das auch mal an. Oh. So, wir. Ja? Jetzt level ich mal gerade ganz kurz hier das Rhino. Seid ihr gerade alle in der Nähe? Ja. Okay. Oh. Jawohl. Ein Sandbad. Wie es dann mal guckt und dann aufsteht, so. Hö? Ich werde beobachtet. Goldig. Gut, also wir haben gleich knapp 800 Darts dann. Geil. Das lohnt sich doch. Also die Level-Animationen sind echt cool gemacht, muss ich sagen. Hat jemand absichtlich Fleisch in die Sattelkiste reingelegt? Ja, das war echt zum Vergammeln. Ach so. Toll. Haben wir gleich Fleisch, Gammelfleisch am Sattel kleben. Läuft richtig. Oh, und Lisa Kati, immer noch mal rein in die Wunde. Von welchen Dino-Babys dürften wir uns schon verabschieden? Tweety, Helchby, Taranis, der Erste, dann ein Rexei. Wir wissen nicht, was draus geworden wäre, Lisa. Das ist ja nie zur Welt gekommen. Mikroraptor, ja, sonst noch was? Ein Jaboa? Tapajara-Ei. Tapajara-Ei habe ich auch gegessen. Ja. Ja. Anni schluckt alle Babys. Ja. Aha, ne? Wer Anni heißt, frisst auch kleine Kinder, ich weiß. Naja. So ist es halt. Anni der Name ist auf jeden Fall kleine Kinder. Was? So wird gerade noch irgendwas gecraftet wegen XP, ansonsten. Noch 20 Darts, aber die bringen also ja nichts groß. Ja, und stimmt, Limsch, das Nashorn ist wirklich chillig, ne? Also das kleine Woolly Reno, so wie das aussieht, wenn man es levelt, da könnten wir gleich mitkuscheln. So geil. Ja, genau. Also das sind Karten. Mit einem Kackhaufen drauf vom Mikroraptor. Man, ja, der natürlich. Kackt alles voll, ey. Oh, Mist, das Ei ist zu kalt. Ich habe gar keine Fackel. Hast du eine Fackel? Nee. Ah, doch. Hier. Fackel. Da. Clemens hat sogar eine Wunderkerze. Ja, ich habe eine kleine Wunderkerze. Oh, süß. Aber macht die auch warm? Ja. Ja. Cool. Finde ich super.
Und ja, niemals auf die Null legen, ne? Geil. Ja, da sieht man auf jeden Fall schon mal die Karte hier von The Island. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Bekommt man mal so ungefähr einen groben Überblick. Da kann man auch mal mit dem Laserpointer auf einer Waffe hier mal irgendwo hin zeigen, wo Anni dann hin muss. Pass auf, hier gucke. Da oben ist der Vulkan, da muss er dann hin. Ja. Ja, also ob ich das dann finde. Sieht schon ziemlich cool aus. Dagegen sieht die, oh, warte mal, jetzt von SE sieht die Karte jetzt aber auch anders aus, ne? Stimmt, die sah letztens so ein bisschen öde aus. Die hat jetzt ein paar mehr Strukturen. Echt, ja, hat sie? Ja. Und Rambo hat... Komm gleich nochmal gucken. Rambo hat gerade geschrieben, es gibt zurzeit einen Bug auf privaten Servern mit den Babys, die essen nicht, obwohl sie was drin haben. Echt? Och Mensch. Also das ist natürlich krass, aber dann... Jetzt ist es schon wieder zu kalt hier dem Kind. Ja, ich gehe gerade meinen Fackel reparieren. Ich traue mich halt immer nicht, die Eier aufzuheben, ne? Weißt du Bescheid? Ja, kannst du mal die Karte angucken, ich bleib mal kurz hier stehen. Ja. Ah. Oh, was macht ihr denn hier? Doch, schlägt er mich gleich. Arsch. Falsche Taste. Ja, ja. Du bist auch so eine falsche Taste, ey. Also bei mir sieht die Karte noch gleich aus. Und hallöchen, Jenny. Wir hätten hier letztens so gut wie keine Texturen. Einfach nur Naja, Sand. Einfach ein paar Berge und das war's dann. Ja, aber die bei mir immer noch nur. Also ja, aber die ist jetzt hier so ein bisschen gescheckt. Also wenn du mal im, ich weiß nicht, ob du das im Stream gesehen hast, also einfach, dass da so ein paar mehr Farbpaläufe sind. Ich kann dir gleich nochmal zeigen. Ja, okay. So, ich stelle mich nochmal ans Ei. Jo. Kleine Frage, wie stellt man an diesem Market Dingsbums hier Farbe her? Gar nicht. Musste beim, ja warte, ich zeig's dir ganz schnell. Oh nee, ich zeig's schnell. Okay. Du kümmerst dich ums Ei. So, wo bist du, Alex, eigentlich da? Gleich hier im Stream hier, da hängt ein Kochtopf. Und den Kochtopf kannst du auswählen. Und da kannst du nämlich Farbe dann auswählen. Oh. Da packst du einfach nur die Beeren rein und gut ist. Ja, ich sehe es gerade im Stream, Mario, aber so sieht es bei mir tatsächlich schon aus. Sehr cool. Echt? Bei uns sah das nicht so aus, bei uns war einfach nur. Aber es ist cool mit den Farben, ne? Das ist richtig praktisch. Ja. Kann Mario ja auch nochmal zeigen. Das ist richtig gut mit den Farben, mit diesem extra Mod. Man muss nicht mehr mühselig hier am Kochtopf stehen, sondern man packt das da rein und man braucht nur noch die Beeren reinpacken. Ja, und vor allem, man kriegt auch gleich pro 25 raus. Ja, 25. Also das Fünffache tatsächlich. Sehr günstig. Das ist auf jeden Fall Annis Paradies hier. Ja, und Hallöchen, Troll. Und hier drüben der Farbenstand ist natürlich auch Annis Paradies. Ha, dazu. Die gute Farbe. Das ist voll geil, dieser Farbenstand. Da kann ich dann halt auch Farben verkaufen. Ne? Kann ich mich hinterstellen und kann ich sagen... Als wenn du Farben abgeben würdest. Naja, ich mal euch an. Oh Gott. Nicht oh Gott, das kann ich gut. Mhm. Hat der Affe gesehen. Wie gut du das kannst. Och Mann. So, das Ei ist bald fertig. Versuch Nummer 2. Ich trau mich nicht. Ja. Wird schon klappen, warte, ich geh mal ganz schnell schon mal. Es ist ja wieder zu kalt. Aber na gut, ja, die Eigesundheit. Ich gehe Blümchen holen. Ja, da passiert gut. Ja nichts, du. Aber Fleisch hast du auch noch, ne? Dass man vielleicht einfach... Ich hole mal noch mal ein bisschen Fleisch. Ja, mach das. 1000 Gammelfleisch in der Kühlschrank hier. Ja, brauchen wir halt ein paar von den Bären noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben zu wenig Beete. Und Limsch, was mein Lieblingsfilm ist, boah. Wir können übrigens mal den Gardener aufstellen. Das ist eine schwere Frage. Wir haben ja Pelz da. Haben wir? Ich glaube, Alex hat ja letztens irgendwie 400 oder so geholt. Dann sollst du Haare schneiden. Ja. Nee, das geht nicht. Nee, Haare gehen nämlich nicht. Ja. Ach so. Muss der echte Pelz sein. Es sei denn, also Rasieren zählt auch nicht. Es sei denn, es wurde vercraftet. Danach sieht es nämlich gerade aus. Und Domse, ich stehe gar nicht so auf Lila und Pink. Von daher, das wären nicht die Farben, die hier verwendet werden würden. Ach, da ist nochmal. 298 haben wir noch da. Ah ja, okay. Oh, 300. Irgendwas. Ja, dann crafte ich gleich einen Gardener. Weil dann können wir auf jeden Fall, auch wenn wir nicht da sind, da haben wir auf jeden Fall tonnenweise Beeren. Mhm. Das ist ja nämlich auch produktiv, wenn wir gerade unterwegs sind oder so. Ich überlege gerade, was mein Lieblingsfilm ist, ey. Ich habe gar keinen Lieblingsfilm momentan. Also, ich muss jetzt gerade echt mal überlegen. Dieser Spiralenfilm. Ja, genau. Uzumaki. Googelt einfach alle mal nach Uzumaki. So ein japanischer Trash-Film. Kann ich nur empfehlen. Ist aber nicht mein Lieblingsfilm. Aber ist ein Film. Das kann man schon so sagen. Ich überlege gerade echt. Weiß gar nicht, ich habe momentan nicht so richtig einen Lieblingsfilm. Ich kann nur sagen, eins meiner Lieblingsfilmgenres ist Animation. Also ich mag total gerne Animationsfilme, so
à la Ice Age und Ronald der Barbar, wenn es dann für Ältere sein soll. Ja, sowas gucke ich gerne. Oder Ab durch die Hecke war damals auch ganz lustig. Zomania war ganz cool. Sowas gucke ich wirklich gerne. Ansonsten, was ich früher immer sehr gerne geschaut habe, waren Horrorfilme, so à la The Ring und The Grudge und was es da nicht alles so gab. Und ich war viel zu jung, da habe ich Freddy Krueger Teil 1 bis 6 geguckt, also Nightmares on Elm Street. Und du wunderst dich, dass so ein Trauma ist von Horrorfilmen. Ohne Scheiß, ja, ich war viel zu jung. Keine Ahnung, ich muss nochmal überlegen, wie alt ich war. Ich habe es mit meiner besten Freundin geguckt, wir gingen noch zur Grundschule. Ja, ich glaube 5. oder 6. Klasse, ich war 10 oder 11 Jahre alt und wir haben uns alle 6 Teile von Nightmares on Elm Street reingezogen. Hintereinander weg, keiner von uns hat sich mehr getraut, alleine auf die Toilette zu gehen, das war wirklich schlimm. Ja, und ja, so ist es halt, wenn man einen großen Bruder hat, der 10 Jahre älter ist. Jetzt schiebt sie auf den Bruder. Ja, der diese Videos bei sich rumzuliegen hat und halt nicht da war, der war gerade in irgendeinem Fußballcamp und wir haben dann in seinem Zimmer gepennt. Oh, komm, wir plündern mal den Schrank vom Bruder. Ja. Mal gucken, was alles so drin hat. Ja. Ja, von wegen, der Bruder ist schuld. Du bist schuld. Hallo? Ich war viel zu. Die Refts haben immer noch Hunger. Was ist denn da los? Was wollen die denn essen? Die hungrigen Refts. Ja, pack da mal rein. Das ist bestimmt so, das ist eigentlich ein Scherz von den Entwicklern, von den Moddern. Wer hat mein Schiff eigentlich Nussschale genannt? Ich nicht. Ich weiß nicht. Alex. Es kann nur der Alex gewesen sein. Von uns beiden war nämlich keiner online. Mhm. Du Frechdachs, du. Oh, los, passt doch weit. Voll. Gleich geht's los. So, und so Daumen drücken. Ah, schön. Und Hallöchen Garmut. Und Civil Lane, tatsächlich, Tanz der Teufel, habe ich in der 7. Klasse geguckt. Und zwar die Version, die man heute nicht mehr gucken darf. So, geht los. Oh, es geht los. Da ist es, da ist es. Füttert es irgendwie. Macht irgendwas. Ja, warte, ich hol die Armbrust. Nein. Füttern es mit Pfeilen. Leute, ihr habt mal Blümchen reingelegt. Ja. Also ich beobachte das jetzt hier. Ich guck ja, ich habe auch einen Food im Auge mal. Ja, 20, 2, 16, 9. Es tickt runter. Es füttern. Es tickt runter. Füttern, füttern. Ich habe eine Blume reingesteckt. Force Feeding. Ja, aber es geht ja, nicht die ganze Zeit drücken. Scheiße, Mann, das, ist das ja, denn ist von meiner? Ja, es ist auf jeden Fall. Ich versuch mal mit Fleisch, ob Force Feeding was bringt. Ja, dann lass einfach Fleisch Force Feeden. Das ist auf jeden Fall billiger als Blumen Force Feeden. Dann musst du aber schnell noch Fleisch holen, weil ich habe nicht mehr so viel. Ja, ich hol welches. Aber das ist von alleine. Nee, tut's nicht. Nee. Nein. Boah, wie ätzend. Machst du oder soll ich? Meinst du mich gerade? Ja, ich mach einfach. Ich kümmere mich drum. Boah, ich hasse es. Force-Feeden ist einfach nur ätzend. Ich hab mal hier, hier noch ein bisschen Fleisch. Oh. Genau drauf geworfen. Ja. Oh, das arme Kleine. So, nehme ich. Also, ich kümmere mich drum. Boah, das ist echt ein bisschen stressig, ne? Überhaupt nicht. Hm. Ich fühle mich leicht angespannt. Naja, mal schauen, ob ich Tier doch züchten möchte irgendwann mal. Irgendwie überlegen. Ja, das wird schon irgendwann gehen. Na, du musst nicht die ganze Zeit Force feeden, ne? Ne, das ist aber nicht von deinem. Ja, aber das gibt, gibt 40 Food oder sowas. Du kriegst immer nur 5 Food dazu und der Rest verschwindet einfach. Ja. Warte einfach, bis der halt auf Wunfo oder so halt runter ist. Oh nee, so spät traue ich mich aber nicht. Ja, dann machst du halt bei 10 oder so. Ja. Boah, das erinnert mich gerade an Tweety. Bei 14, ey. Das haut schon hin. Das erinnert mich voll an Tweety, die ganze Zeit daneben stehen und füttern. Boah. Na, warte, ich schau mal nach, wie lange das jetzt geht. Der hat noch nicht mal einen Pixel oder so vom Balken. Ich freue mich drüber. Hm? Mikroraptor? So, welches Level hatte der? 23. Das ist ja richtig ätzend jetzt hier. Der andere ist mal draufgekackt, direkt auf den Kleinen, ey. Ey, wirklich. Ja, da steht leider in meinem Calculator noch nicht drin, wie lange er braucht. Boah, ey, das Kind ist. Also nicht. Ich befürchte, das wird jetzt hier mindestens eine Stunde dauern. Boah. Ja, aber irgendwann wird er doch auch mal fressen können von alleine, oder? Ja, ist halt die Frage, wenn das wirklich jetzt ein Bug ist überall, dann ist das schwierig. Er hat sich noch gar nichts getan beim Balken. Oh, ey, wirklich. Also ist halt echt die Frage, ob da was hochtickt oder nicht. Bin mir nicht sicher. Naja, ich sag mal so, also wenn man den Force feedet, wird der Balken auf jeden Fall auch irgendwann steigen. Aber das Problem ist halt einfach, wahrscheinlich dauert das ultra lange. Der hat aber echt doll Hunger. Muss man einfach mal sagen. Man, der frisst ziemlich schnell auf jeden Fall. Ich geh mal ein bisschen Fleisch organisieren. Klingt gut. Oh.
Uiuiui. Ui. Naja, ich bin beschäftigt, nicht wahr? Ja. Kann ich gar nicht vernünftig den Chat lesen. Ich muss ja hier aufpassen. Was so, da viel, so viel zu dem Plan, wir machen heute irgendwas anderes Produktives. Ja, dann muss kleiner Mikroraptor ist ja auch produktiv. Ja, ist total produktiv und sinnvoll, vor allem jetzt gerade. Aber hallo. Ach Gott, das Kind hier, das macht mich fertig. Naja. Immerhin können wir sagen, hey, wir haben Level 23er Mikroraptor-Baby, das lohnt sich ja total. Richtig. Richtig nutzbringendes Tier. Wirklich Wahnsinn. Ja, ansonsten kannst du ja auch mal versuchen, ob es schon schwimmen kann oder so. Wenn das zu lang dauert. Naja, wir können erstmal gucken, ob sich da überhaupt gleich was am Balken tut. Ich beobachte das mal. Dann können wir mal entscheiden. Laut Guide circa 30 Minuten. Wow. Hat Aska gerade geschrieben. Okay. Also 30 Minuten wäre ja noch überschaubar. Ja, wenn es länger ist als 30 Minuten. Aber das Problem ist. Hä? Hier ist aber ein echter Bug, muss ich sagen. Weil ich fütter es und. Also vielleicht kann ja Mario mal kurz mit ins Inventar gucken, was da passiert. Oh, ey, ich bin gerade losgerannt. Ach so, nee, dann nicht. Das kriegt immer mehr Fleisch. Da landet immer mehr Fleisch im Inventar. Das Fleisch im Inventar wird mehr. Echt von alleine? Ja, völlig bescheuert. Ich schau mal, ob der aus dem Trog da so rausklaut vielleicht. Das ist der kleine Schlingel. Aber das wäre ja auch krass, wenn der das jetzt auch schon macht, ne? Aber das kann natürlich sein. Sag mal immer, wenn er eins rauszieht, ja? Ja, 25 sind es jetzt. 26? Ja, das zieht aus dem Trog raus, der kleine. Oh Mann, und dann ist er es nicht mal alleine, ey. Ja, und danke für die Spende, Baloo. Ja, Ronald, der war auf jeden Fall ein guter Film. Richtig genial. Muss man mal gesehen haben. Ja, ganz lieben Dank, Baloo. Ich sag nur Unsichtbarkeitstrank. Oh ja. In nicht ausreichender Menge. Also ich möchte den Ronald der Barbar mal wieder gucken, ne? Das muss mal wieder sein. Das ist so krass, dieses Kind frisst einfach das Zeug aus dem... Oh, es frisst sich, es klaut das Ding aus dem Trog. Ja, das wird einfach ein Problem mit dem S-Plus-Trog sein im Moment. Na, können wir mal einen normalen Trog bitte hinbauen? Aber dann kriegen wir. Ja, aber dann brauchen wir halt ganz viele, ne? Weil der Tier hier so einen kleinen Range nur, der normale. Ja, stimmt. Ja, gut, aber. Haben wir nichts von. Sag mal so, wenn das jetzt verbuggt ist und die Viecher die ganze Zeit irgendwas das Zeug rausklauen. Mhm. Weil das ist ja offensichtlich nicht nur bei den Skorpionen so, bei dem kleinen Viehzeug ja auch. Und vielleicht auch bei anderen Tieren. Also ich bin echt gespannt, ob es irgendwann von alleine fressen wird. Aber das Gute ist, dass ich hier wirklich kein Fleisch nachfüllen muss. Das ist schön. Das ist der einzige Vorteil hier gerade. Ich schau mal, wie der Balken ausschaut. Naja, 0 Pixel, ne? Immer noch. Schön. Ja. Oder vielleicht ein, also wenn es hochkommt, ne? Okay, krass. Der Bronto hier. Der ist etwas anstrengend, der Bronto, der gute. Ziemlich sogar. Ach, wunderbar. Wieso der Vogel, der auf Mario sitzt, keinen Namen hat? Der auf mir sitzt, auf dem ich sitze, der hat auch einen Namen. Tja. Oder hast du irgendwas auf der Schulter? Nein. Ach so, vielleicht meint er gerade mich. Das kann natürlich sein. Ach nee, da steht auf dem Mario sitzt. Ich hab's falsch gelesen. Ach so. Aber der hat ja einen Namen. Der ist ja Terizina. War letztens ein Namensvorschlag im Chat. Haben wir den genommen. Ist ja ein Mädchen. Ist natürlich jetzt besonders kreativ mit Terizino und Terizina, aber ich finde das gut. Dann gönnen sie ja sonst nichts. Also ich hab echt das Gefühl... Dass dieses Kind hier nicht will. Der Troy trampelt es kaputt. Ich meine, der Anki trampelt es kaputt. Ja, der nervt hier richtig rum jetzt gerade. Und das Fleisch ist schon wieder alle um den Trog. Wir hatten das alles rausgefuttert. Na, wer futtert das die ganze Zeit? Der Mikroraptor zieht sich das. Der hat jetzt 80 Fleisch im Inventar. Ich kann es ja nicht vermeiden. Mein Kleiner, was ist denn hier los, sag mal? Aber ich kann dir die 122 noch droppen hier. Aber guckt euch, also... Moment, also das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Guckt euch das mal an, wenn der frisst. Was sind das hier? Nee. Ich hab dir das gerade hingeworfen. Ja. Warte, ich drück einfach jetzt mal was fehlt rein. Mir Zement, oh, jetzt habe ich gerade was gemacht, aber na gut. Pass mal auf, er hat doch ein total verschobenes Gesicht. Was ist mit dem los, ey? Der ist nicht gesund. Pass mal Warte, auf. Soll ich einfach nochmal? Ja, mach mal. Hä? Ja, pass auf. Was macht der denn? Was ist denn? WTF. Oh Gott. Also, das ist nicht... nochmal. Jetzt frisst er. WTF. Was macht der da? WTF. Oh Gott. Also, der ist auf jeden Fall krank. Kein Wunder, dass er nicht isst. Ja, irgendwie hat er ein Problem. Hm.
Kieferprobleme. Der sieht ein bisschen kaputt aus, ja. Wahrscheinlich Kiefer ausgerenkt gleich, irgendwie beim Schlüpfen oder so. Hier ist ein Anki. Ich glaube, es hat nicht alleine gefressen. Shit. Wo ist hier? Mario. Wo ist hier? Na, hier. Na, wo ist hier? Wo denn? Rückseite der Insel. Wenn du aus der Base rauskommst, links. Leute, es ist alleine. Es ist alleine. Guckt euch das bitte an. Nein, Clemens. Es ist alleine. Also, ich warte jetzt nochmal. Ich warte jetzt nochmal. Ja, besser ist das vielleicht. Ja, habe ich gerade gar nicht gesehen. Wahrscheinlich hängt er gerade irgendwie zwischen den Steinen fest. Okay, dann nehme ich auch mit. Oh yeah. In den Pflanzen. Oh yeah. Geil. Schiefer Kiefer ist alleine. Schiefer Kiefer, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Der hat aber echt immer so ein bisschen, weiß nicht, der braucht eine Zahnspange. So als ein bisschen korrigiert wird, wobei eigentlich schon eine Gesichtsprothese hier. Also ich traue mich echt nicht, aber es hat jetzt schon das dritte Mal alleine gegessen. Naja, dann halt ausprobieren mal, vielleicht klappt's ja. Ja, also ich beobachte vielleicht das trotzdem nicht. Jetzt noch kurz, weil irgendwie ist mir das nichts. Ich kann das Kind hier noch nicht allein lassen. Ja, ich schieße noch runter, ne? Jupp, jupp. Oh Gott. Hoffen wir auf gute Stats. Ja, wird schon. Aber das ist krass. Manchmal tickt das wirklich ganz schön weit runter. Habe ich das Gefühl, bis es wieder frisst. Das ist so ein bisschen grenzwertig. Vielleicht ist das auch vorhin schief gelaufen, dass es zwar von alleine frisst, aber irgendwie der Abstand manchmal zu groß ist. Also, dass man da irgendwie noch ein bisschen nachdrücken muss. Ja, ich beobachte das, wie gesagt, noch ein bisschen. Aber es war eine gute Entscheidung, dass der Großteil von euch gesagt hat, ich soll das Kind überleben lassen, ne? Kiefer, Schiefer muss leben und so. Kiefer, Schiefer? Schiefer, Kiefer? Für dich gibt's keine Ahnung, gib mir mal mein Glas hier. Kiefer, Schiefer ist doch auch schön. Nee, hier wird kein Wein mehr für dich. Es reicht. Es reicht, ey. Armer Anni. Ja, wirklich, ja. Boah, wie viel braucht der blöde Anki denn? Na, ja, du bist ein bisschen zäher. Ja, merke ich schon. So, ich schau mal kurz, wie viel er hat. Moment. Wenn ich ihn sehe. Jetzt hat er 3000 von 5300. Teurer Spaß. Nämlich beim nächsten Mal auch nur noch die Pfeiler einfach statt Darts. Ja, ich meine, wir haben jetzt relativ guten Rohstoffnachschub, also von daher, ich werde gleich nochmal Holz sammeln gehen, dass wir noch Holzkohle rankriegen. Ich habe letztens an der Bergbauhütte oben am Vulkan, habe ich auch noch tonnenweise Dings hergestellt. Ja. Ich habe halt heute schon, ich glaube, irgendwie wie 2000 Narcotics oder so vercraftet schon, ne? Aua. Sorry. 4100 hat er. Also 800 braucht er noch. Ja. Siehst du, Asgard, du kriegst auch keinen Wein mehr. Du kannst schon gar nicht mehr Wein schreiben. Kein Win mehr für Anni ist aber auch korrekt. Na, bitte. Was ist hier los? Ja, wir trinken einen Pinot Grigio. Oh, könnte sein, dass er mit dem nächsten runterkracht. Ja. Der schmeckt gut. Ja. Jo. Liegt. Schepper. Ist ein Weißer. Yay, hat schon 230. Läuft. Mhm. Aber echt so ein Pech, ey. Gibt's doch gar nicht. Haben die denn standardmäßig so wenig? Aber Hauptsache 15.000 Food, ey. Was ist das für ein Eimer? Frisst du immer noch von alleine, Anni? Der frisst immer noch von alleine, ja. Okay, sehr schön. Ja, dann kannst du ja auch mal produktiv sein jetzt, ne? Ja, was darf ich denn machen, lieber Clemens? Auf den Kopf stehen und lachen. Ja. Alex, du bist ja lustig. Ja, ich weiß. Wir brauchen noch, also du könntest vielleicht Kuchen herstellen. Kuchen! Für die Schnecken, wir brauchen nämlich noch Schnecken. Im Trog ist ja jetzt noch Fleisch drin, ne? Weil der zieht sich ja weiterhin alleine das Futter. Ja, da sind jetzt noch über 200 drin. Ja, das reicht schon erstmal. Der muss es ja auch erstmal auffuttern dann, ne? Naja, der hat jetzt über 70. Selbst wenn da nichts mehr drin sein sollte, muss er das ganze Zeug erstmal wegfuttern. Ja. Und das kann man ja dann gegebenenfalls immer nochmal nachkorrigieren, indem man da irgendwas in den Trog reinhaut oder so. Ja, der passt schon. Achso, und haut mal bitte hier den einen Stein nicht weg, wo der eine Agentavis gerade steht. Sekunde. Komm mal ganz kurz her, Mario, wenn du noch hier bist. Dann zeige ich dir welchen. Ich komm auch mal hin. Komm mal den hier nicht. Wegen der Toilette?
Ja, wegen dieser coolen Kammer hier hinten. Ach so, ja, wegen der kleinen Höhle. Ja, weil da kann man halt irgendwas Cooles reinmachen noch. Ja, die Lokus. Den Lokus. Guck mal, wenn du von hier das guckst, hat der aber richtig rote Federn da, der Archer. Ja, der sieht geil, aber oder? Richtig cool aus, ja. Auf jeden Fall. Level 303 ist ja auch schön. So ein kleiner Phönix. Ich glaube, Sandra hat heute auch schon genug. Man kann nie genug haben. Sandra singt schon wieder hier. So, okay, Kuchen herstellen, das mache ich. Wir haben ja alles da, ne? Sepp haben wir ja auch... Oh, oder ich gehe noch mal Sepp holen bei Alex. Außenstelle da. Ja. Ich stelle den kleinen Mikroraptor übrigens mal ins Haus rein, ne? Ja. Und dann tritt dann irgendein Bronto drauf. Aber boxe ich nicht aus Versehen, ja? Ich habe jetzt da wirklich viel Herz reingesteckt. Das wäre sehr schade. Der bewegt sich nicht. Was? Der bewegt sich nicht. Gut. Jetzt ist er gerade losgelaufen. Ja, ich stell mal den Folgeabstand auf niedrig. So, dann geht's hier mal los. Und ich lasse mir meinen Wein nicht nehmen. Du kriegst gleich keinen mehr. Redest schon wirres Zeug. Ich rede wirres Zeug, nur weil ich mich versprochen habe beim Namen. So, der Kleine steht drin vor der Werkbank. Bitte nicht draufschlagen, wenn ihr da seid. Das wäre blöde. Das wäre wirklich ungünstig, ja. Süß. Wir müssen uns mal wieder Wikingerblut bestellen, fällt mir ein. Ja. Für alle, die nicht wissen, was Wikingerblut ist, das ist leckerer Met mit Kirschsaft. Also Kirschmet. Richtig, richtig lecker, aber nur das Original Wikingerblut. Nicht irgendein anderer Kram. Tja, aber Met trinke ich nicht mehr. Warum nicht? Naja. Schlechte Erfahrung? Ja, ja. Der ist halt so, wenn man seine Grenzen nicht kennt, Clemens. Ja, das ist schon einige Jahre her, ne? Und da war ich auch noch echt jung, ne? Und das war du halt bist auch jetzt noch jung, Clemens. Eine der ersten großen Alkoholerfahrungen war dann damit und dann war der Abend schnell im Eimer und dann, naja. Ah. Im wahrsten Sinne. Seitdem schmeckt er halt immer so gut. Ach, irgendwie werden da halt immer irgendwelche Erinnerungen wach dann. Na gut, das verstehe ich, dann ist blöd. Mit Met habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. So viel kann man davon gar nicht saufen. Ich habe Clemens ja anscheinend schon. Doch, das geht. Bevor man richtig blau wird, dass es einem richtig kurz übel geht, muss man davon echt viele Flaschen trinken. Mhm. Ja, hörst du? Naja. Ach, Clemens. Naja. Man wird ja irgendwann auch noch groß, ne? Und Clemens wird nicht mehr groß. Also groß vielleicht schon, aber erwachsen nicht. Nee, das auf keinen Fall. Und Hallöchen, Colin. Herzlich willkommen hier heute beim Freitagstream. Der war schon aufregend bisher. Das muss man einfach mal sagen. So, 80 Sepp. Der letzte Stream war schon von einem Unfall überschattet und jetzt heute auch schon wieder. Es ist einfach so. Die Fail-Parade hört übrigens, einfach nicht auf. Übrigens, genau, für diejenigen, die es noch wissen wollten, beim letzten Mal der Quetzi, der runtergefallen ist, der zweite, der hatte 63% Effizienz nur noch. Also, was heißt nur noch? War im Angesicht der Umstände immer noch ganz gut. Dafür, dass er gleich angehauen wurde von Terrorbird und sowas. Da waren ja einige noch interessiert, was der da hatte an Effektivität da. Also, war ganz gut. Und er hatte ja schon ein relativ gutes Grundlevel gehabt, von daher alles in Ordnung. Also muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo eine Schnecke finde. Wir waren letztens vorne am Redwood so oder am Sumpf, ne? Ja, die kriechen eigentlich überall im Redwood rum. Warte, ich kann ja auch mal kommen. Vielleicht sehe ich auch irgendeinen schönen Mikroraptor noch. Mhm. Man hat jetzt irgendwie mal den Anky im Blick, oder? Ich kann ab und zu reingucken, ja. Ja, also, aber ist halt die Frage, ob wir den überhaupt haben wollen, weil er hat nicht so Bombe-Stats. Ja, doch. Ich meine, Dilo-Eier haben wir ja mehr als genug. Also. Eben, einfach Kippel reinhauen. Passt schon. Ja, aber ist halt ein Männchen. Ja. Ach, ein Männchen, das Männchen haben wir übrigens schon. Das steht bei mir rum. Dann bauen wir noch ein Was? Ist halt Hä? Hey! So viel dazu. Was ist denn da passiert? Clemens? Ja, das hat scheinbar doch nicht mehr gegessen. Ey, das kann doch nicht sein. Ja, aber wo ist der? Na, ich sehe den nicht mal mehr. Hast. Okay. Ey, das ist doch nicht wahr. Tod der Nummer hat zwei. Alleine gefressen. Ja, ich hab's eben gesehen. Also, nur das Baby ist gerade sogar weg. Ehrlich. Ja.
Ich will nicht mehr. Aber ich war es tatsächlich nicht. Ja, Mann, ey, scheiße. Naja, aber hat ja immerhin lange durchgehalten. Das Fleisch war aber auch nicht alle, ey. Schade. Nee, der hat, also ich hab eben nochmal reingeguckt, ne? Der hatte noch eine 70 Fleische oder so in der Tasche, also das kannst du nicht. Vor allen Dingen hat der alleine gefressen. Ja, eben. Hab aber ich ja gesehen. Vielleicht ist es wirklich so, das, was ich meinte, dass einfach dieser Abstand irgendwie verbuggt ist, dass der Abstand zu groß ist zwischen den einzelnen Fresseinheiten, dass es viel zu weit runtergeht oder manchmal zu schnell runtertickt. Nee. Ja, das kann ja sogar sein, aber siehst du das tote Baby? Traurig, aber wahr. Schon zwei Tode. Und dann schwebt hier der Mikroraptor hier. Nein, in der Luft. Oh, ist doch nicht wahr. Boah, wie so ein aufgeplatztes Sofakissen, ja, ey. Ja, der hängt an der Decke, Clemens. Der hängt an der Decke. Wirklich jetzt? Oh, was? Na, direkt vor meiner Nase. Ey, ehrlich jetzt, da muss ich immer mal gucken. Achso, ich sehe es gerade im Stream, ja. Also, hängt der bei uns auch so in der Luft? Nee, bei mir nicht. Nee, bei mir auch nicht. Das sieht aber schon Gott, ein bisschen cool aus. Wirklich? Oh, Gott. Das hat was. Nein, nicht abbauen. Das ist Deko. Der wohnt da. Der wohnt da. Der ist tot, Clemens. Ich weiß, dass manche Menschen auch andere. Tot. Manche Menschen lassen ja auch andere tote Menschen bei sich noch monatelang oder jahrelang auf der Couch sitzen. Das soll ja alles schon vorgekommen sein, aber ich stehe nicht so auf dem toten Mikroraptor. Aber der liegt da nicht. In der Bude. Okay, das ist ein Anzeigefehler. Ach Gott. Mann.